Warum müssen wir Taube immer wieder erklären, dass wir taub bleiben wollen? Warum müssen wir Taube immer wieder erklären, dass wir Menschen sind wie du und ich? Und warum müssen wir Taube immer wieder erklären, dass Taubsein nichts Schlimmes ist? Hier unterrichte ich. Und der Spiegel hat den Vorteil, dass Sie Ihre eigene Mimik sehen, so wie wir damals artikulieren mussten. Jetzt sind es die Hörenden mit ihren Gebärden. Toll. Dadurch, dass ich schon so lange unterrichte, gibt es immer jemanden auf der Straße, der mich kennt und grüßt. Und dann kommt meistens: Entschuldige, ich habe die Gebärden vergessen. Da kommen mir schon etwas die Tränen. Das ist richtig schön. Ich habe bisher viele Leute getroffen, die Gebärdensprache beherrschen. Und sie haben alle von Andreas gelernt. Ich kann sehen, dass er einen großen Beitrag leistet. Und dass die Hörenden, die von ihm gelernt haben, unserer Taubengemeinschaft sehr gut tun. Viele Menschen finden Andreas anstrengend oder abstoßend, weil seine Witze so ganz anders sind. Seine Witze, Worte, Gebärden werden teilweise nicht verstanden. Für mich ist er einzigartig. Er ist so zielstrebig, engagiert. Sein Beitrag ist für die Gebärdensprache so wertvoll. Er ist ein Vorbild, deshalb engagiere ich mich so wie er. Ich bin taub, aus Berlin. Ich bin in der dritten Generation taub. Und das Leben ist schön. Kursmaterial und andere Sachen schneide ich hier im Filmstudio. Hier liegt gerade alles rum. Und da sind Bücher zum Thema Gebärdensprache, Taubenkultur, all das. Die Deutsche Gehörlosenzeitung, Hüter der Gebärdensprache. Der sieht mir ähnlich, oder? Für mich hatte der Artikel so etwas wie: Na klar ist der taub. Dafür bin ich dankbar. Ich darf doch stolz sein, oder? Anfangs schien er auf mich einen harten, groben Eindruck zu machen. Ich war schon etwas ängstlich. Ich bin ja etwas dünner, eher etwas bulliger. Aber mit den tieferen Gesprächen schien er mir doch lieb zu sein. Und er weiß viel. Er ist ehrlich. Sagt, was er denkt. Ist direkt. Mir gefällt das gut. Schau mal. Zu spät. Sein Buch ist Wahnsinn. Das musste ich mir eingravieren lassen. Schau mal. Wer ich für die Deaf-Community bin, weiß ich nicht. Aber ich brauche die Deaf-Community. Nur so passt es für mein Leben. Ohne die Deaf-Community wäre mein Leben bestimmt strange. Dass es sie gibt, ist prima. Sie ist meine Heimat. Andreas liebt die Gebärdensprache. Das liegt natürlich daran, dass er taub ist.
Andreas möchte, dass die Gebärdensprache richtig bekannt wird. Bei allen Hörenden. Das ist meine Frau, aber nicht hier auf der Arbeit. Sie heißt Beng. Sie macht alles rund um Finanzen, also Rechnungen, Mahnungen. Ohne sie wäre ich schon pleite. Was die Identität als Taube betrifft, die Taubenkultur, wäre ich ohne ihn vielleicht nicht so überzeugt. Wenn es zum Beispiel um Diskussionen mit Hörenden geht, würden mir die Argumente fehlen. Mit seiner Haltung bin ich standfester, weil ich seine Argumente, seine Worte aufgreifen kann. All das ist wie ein Zauber für mich. Ich bin hier beim Behindertenpreis dabei. Andreas hatte die Idee für den Preis. Er wollte den Personen einen Preis überreichen, die Behinderte selbst behindern. Es ist ein negativer Preis, damit Barrieren verschwinden. Es ist also ein Denkanstoß für diejenigen, die verstehen sollen, dass sie selbst behindern. Die Idee dazu kam mir ungefähr vor 10 Jahren, glaube ich. Denn es hieß ja oft, wir sind nicht behindert, sondern werden behindert. Das fand ich schön und richtig. Was meint also behindert? Ich stoße auf ein Hindernis, werde behindert, also bin nicht ich behindert. So wie ein Rollstuhlfahrer durch eine Treppe behindert wird. Es geht um den Zugang. Ich wollte den Begriff behindert gerne zurückspielen. Mein Traum wäre, wenn zum Beispiel aus einem Bus, der für einen Rollstuhlfahrer nicht zugänglich ist, weil die Rampe nicht geht, alle Insassen aussteigen müssten. Dann käme ein neuer Bus mit einer funktionierenden Rampe. Nicht so wie bisher, die Rampe geht nicht, nehmen Sie den nächsten Bus. Es geht um dieses Bewusstsein. Ist die Rampe für Rollis kaputt, ist also auch der ganze Bus kaputt. Darum geht's mir. Er hat oft eine starke Meinung, von der er nicht loslässt oder sich beirren lässt. Keine Chance, total standhaft. Da merkt man, dass das andere verunsichert, zu Reibung führt. Er steht zu seiner Meinung und fertig. Das ist gut für den Aktivismus. So etwas wird gebraucht. Standfestigkeit und Klarheit. In meiner Kindheit war ich immer beim Schwimmen. Früher war es typisch, dass man sich beim Sport getroffen hat. Man musste keine Granate im Sport sein. Hauptsache, man konnte sich treffen. Also wurde nach dem Schwimmen ewig lang geplaudert. Die Unterhaltung hatte oberste Priorität. Der Kampf um den ersten Platz war nur nebensächlich. So traf man sich deutschlandweit. Man konnte überall hinfahren und Taube treffen. Das war toll und eine schöne Zeit. Eines werde ich niemals vergessen. Da gab es die deutschen Schwimmmeisterschaften. Er war ja selber ein sehr guter Wasserballer und Schwimmer. Gerade lief die Staffel. Alle anderen aus den anderen Städten standen brav auf ihren Startblöcken und warteten auf den Wechsel. Die Berliner waren damals hemmungslos und ratschten miteinander. Ich habe ihn selbst gesehen, wie er dastand mit seinem Handtuch und wie er noch mit anderen quatschte, während die Staffel schon lief. Dann gab ihm jemand von hinten einen Schubs. Er schmiss das Handtuch im hohen Bogen weg und sprang in Schräglage ins Wasser. Mit einer unbändigen Kraft und Souveränität schwamm er seine Bahnen im Schmetterlingsstil, überholte die Gegner und schlug als deutscher Meister mit deutschem Rekord an. Und die Berliner Jungs sprangen alle zu ihm ins Wasser. Ich stand da und verstand die Welt nicht mehr.
Als ich so mit den Schwimmern immer wieder unterwegs war, hatte ich immer das Gefühl, Außenseiter zu sein. Da waren all die anderen, wild miteinander gebärdend, und ich ein bisschen außen vor. Ich war schon Teil der Gruppe und dabei, auch beim Feiern und so weiter, aber trotzdem. Ich war mit mir noch nicht im Reinen. Die Frage, wer bin ich? Taub? Nein. Schwerhörig? Dieses Hin und Her. Dann meine Hörgeräte, dieses Triezen deshalb. Damals war es auch üblich, diese Spiele, dass Hörgeräte auf roten Kissen mit goldenen Quasten getragen wurden, alle in Reih und Glied hinterher und dann das Hörgerät auf einem Baumstamm und mit einem Hammer zerschlagen. Und alle jubelten, ich auch, obwohl ich selber welche trug. Dieses Hin und Her, wer bin ich eigentlich? Er hatte dann die Schnauze voll von der Welt der Gehörlosen. Er wollte lieber seine Ruhe haben und bei den Hörenden sein. Er sprach davon, dass viele ihn nicht akzeptierten, weil er schwerhörig ist. Die Ursache oder das Problem lag an der Schule. Gehörlose und Schwerhörige wurden immer getrennt. Sie meinten es also nicht so. Zudem gab es einige, die neidisch auf ihn waren, weil er wahnsinnig gut gebärdete und sprechen konnte. Er hatte unheimliche Kompetenzen. Dann sagte ich Bye-bye zu den Tauben und war ab da nur noch in der Welt der Hörenden. Nach und nach wurden Hörgeräte akzeptiert. Wieder zurück hieß es, nicht schlimm mit den Hörgeräten, Hauptsache du gebärdest. Darüber war ich sehr verwundert. Als wir das erste Mal Kontakt hatten, unterhielten wir uns. Für mich war es aber schon ein Wow-Erlebnis. Er war so scharfsinnig mit seinem Auftreten und so. Ich war damals Gebärdenkursleiter und kannte einige andere. Andreas aber war so klar, so bildhaft. Seine Person, das Verständnis. Dann noch als Berliner. Es passte so und ich empfahl ihm die Ausbildung zum Gebärdensprachdozenten. Er war ganz irritiert und wusste nichts davon. Er dachte, es wäre ganz normal, wie er gebärden würde. Als Olaf Tischmann mir sagte, dass meine DGS so wahnsinnig wäre, wusste ich nicht, was er meinte. Ich und toll gebärden? Ich mache doch schwerhörigen Gebärden, so wurde das damals oft genannt, wenn man eine Art Akzent hatte, keine reine DGS, sondern eher eine steife DGS mit viel Mundbild. Das war das Bild, das ich von mir hatte, womit ich aufgewachsen bin. Und als eben Olaf mir sagte, ich müsse unbedingt unterrichten, war ich verwundert. Das war der Moment, als es den Bruch gab. Das hat mich sehr beschäftigt. Das waren für mich 30 verlorene Jahre. Und ich habe nochmal 10 Jahre gebraucht, um fest zu meinem Taubsein zu stehen. Und jetzt bin ich eben ein Tauber. Ich bin ein visueller Mensch. Ich brauche also die visuelle Kommunikation. Visuelle Menschen haben alles im Blick. Das Symbol zeigt den Arm am Ohr, dann der Kopf und der Arm mit der Faust. So oder so rum, ist egal. Wieso ist Deaf Power wichtig? Für mich ist es auf jeden Fall wichtig, so wie es für andere Taube auch wichtig ist, denke ich. Aus Sicht der Taubengemeinschaft wird Taub mit großem T geschrieben. Hoffentlich ist das neu für euch. Es geht also um den Stolz, taub zu sein. Und dabei soll es auch bleiben. Was meint ihr? Kommentare sind herzlich willkommen. Bye, bye. Hier in dem Lokal habe ich Vincent kennengelernt. Anfangs haben wir uns noch nicht so verstanden. Er blockte etwas. Und irgendwann hat es gefunkt und wir sind so dick. Er hat sogar einen Gebärdenkurs besucht, ganz überraschend. Er wollte es lernen. Für mich. Ich kann es jetzt ein bisschen.
Stimmt's? Ich möchte immer mehr lernen. Mehr und mehr. Ich liebe die Gebärdensprache. Er arbeitet sehr viel. Er arbeitet und arbeitet für die Taubengemeinschaft. Das ist sehr gut. Er muss ein bisschen langsamer machen. Hey, lang nicht mehr gesehen. Was war los? Warst du verschwunden? War im Urlaub. Und wo? Ich sag nur Schiff, tobendes Wasser und Kotzen. Aufs Gesicht. War schlimm. Das hier ist mein Wohnzimmer. Wenn es darum geht, Freunde zu treffen oder ein Besuch bei mir mit den Kindern nicht ideal ist, dann treffen wir uns hier. Freitags treffen sich die Tauben und von Montag bis Donnerstag Hörende. Manchmal auch samstags. Sonntag ist frei. Das war gut. Das auch. Da, wo wir uns kennengelernt haben? Mit gelber Hose. Nein, nicht auf diesem Foto, aber irgendwo ist die gelbe Hose. Du, ich muss los. Meine Mama. Interessant ist, wenn ich mit meiner Mutter zusammen war, war ich total locker und lässig. Aber mit meinem Vater wirke ich steif und anständig. Interessant. Das ist mein Papa. Das war beim Sport, als er einen Pokal bekam. Da muss ich schmunzeln, weil wir sehr ähnlich sind. Mein Papa ist schon verstorben. Beim Anschauen denke ich darüber nach, wie es damals war. Bei diesem Foto schaut mich mein Papa an. Mein Papa stand voll und ganz zu seinem Taubsein. Mit Hörenden konnte er nicht. Genauso wie mit Leuten, die Hörgeräte trugen. Das war für mich wie eine Krise. Darf ich taub sein oder darf ich nicht taub sein? Bin ich wirklich taub oder... Das war so zu der Zeit. Die Beziehung zwischen meinem Papa und mir war schwierig. Ich glaube, mein Vater hatte eine schwere Zeit. Es war ein hartes Leben. Er musste ein Mann sein, der nicht weinen darf, keine Gefühle zeigen darf. All das hat unsere Beziehung beeinflusst. Er war ja taub, besuchte aber nicht die Schule, weil er arbeiten musste. Es war ja Krieg. Seine Gefühlswelt war schon heftig. Als er dann gestorben ist, sagten andere zu mir, dass er stolz auf mich war. Was? Stolz auf mich? Okay, ich war ein bisschen verwundert. Ich war erstaunt, dass er mich geliebt hat. Das wusste ich all die Zeit vorher nicht. Es war eher dieses Gefühl, ich bin nur sein Sohn, okay. Ich habe ihm bei Schriftstücken geholfen, bei seinem Deutsch geholfen. Nicht geholfen, eher unterstützt. All das, was mit Hörenden zu tun hatte, da war ich quasi
wie eine Brücke. Interessant. Schon sehr emotional für mich. Ohne meinen Papa wäre ich heute anders, glaube ich. Verben in der Gebärdensprache? Habt ihr Beispiele? Verben macht man mit den Händen, ohne Mundbild. Das Mundbild braucht man nicht, stimmt. Bei Verben braucht man kein Mundbild. Noch mehr? Klassifikatoren, genau. Was? Klassifikatoren. Mit Klassifikatoren habt ihr mega viel Power, um ganz entspannt zu gebärden. Das macht es viel leichter. Ich bin froh, hier zu sein. Ich kann so viel mitnehmen. Ich kann es allen Gebärdensprachdozenten empfehlen. Es ist wirklich toll. Es ist nochmal ein Input, etwas zum Lernen. Hinzu kommt natürlich Andreas' Humor, mit dem es sich besser lernt. Ich bin ein Fan von ihm. Bei den Verben geht es also um die Mundgestik und nicht, dann habe ich die Tasche aufgemacht und habe reingeschaut, was da drin ist. Wenn ich Hörende, also die aus der Mehrheitsgesellschaft, unterrichte, habe ich Spaß dabei. Sie bekommen natürlich auch viele Infos über unsere Kultur. Wenn sie dann auf Taube treffen, wissen sie Bescheid, wie sie mit denen umgehen. Das ist ein Privileg. Ich versuche, sie immer näher an die Sprache, die Welt und die Kultur tauber Menschen zu führen. Solche typischen Mundgestiken lernen sie für die übliche Kommunikation mit Tauben. Wenn sie das dann drauf haben, denke ich, prima. Dann öffnet sich das Tor zur Welt, in der sie auf taube Menschen treffen. Und auf einmal bricht alles zusammen und sie wundern sich, melden mir zurück, dass dort so ganz anders gebärdet wird, weil dann ganz steif, hallo, mein Name ist und mein Gebärdenname ist so. Das wäre ja komisch und ganz anders, als ich es unterrichtet hätte. Ich denke mir dann, es ist immer noch so, dass Taube ganz auf Hörende eingestellt sind. Wie schade. Das ist mir bewusst geworden. Ich muss also die Tauben immer wieder darauf aufmerksam machen. Da braucht's wohl eine Auffrischung oder Weiterbildung in Sachen Gebärdensprache. Er kann mit Hörenden und er kann mit Gehörlosen. Aber Andreas möchte mehr mit Gehörlosen zusammen sein. Da fühlt er sich wohl. Bei Gehörlosen findet er seinen Platz. Dadurch, dass ich eine Pause mit der Welt der Tauben gemacht habe, für 8 Jahre ungefähr, und ich hatte nur sehr wenig Kontakt zu Tauben, zum Beispiel nur mit meiner Familie, bin ich in die Welt der Hörenden so voll und ganz eingetaucht. Mit allem, was dazugehört, der Sprache, Witzen, der Kultur, Kommunikation, dem Verhalten. Ich war voll und ganz da drin. Und ich sage, bei den Tauben ist es der Wahnsinn. Sie sind einfach Spitze. Das wurde mir da klar. Ich bin also zurück an die Spitze, zu den Tauben zurückgekehrt. Ich möchte den Tauben immer wieder sagen, wir Taube sind im Vergleich zu Hörenden absolut unschlagbar. Schöne Heimfahrt. Ihr könnt aber noch da bleiben. Die Deftime wäre bis 22 Uhr. Gebärdensprache. Gebärdensprache ist für mich heilig. Es ist einfach die Sprache. Irgendwie unbeschreiblich. Sie ist dreidimensional, dann die Art zu gebärden, mit der Mimik, so detailreich. Mit wenigen Bewegungen kann alles verstanden werden, so wie gerade das landende Flugzeug. Wenn ich gebärde, läuft parallel ein Film ab, für den ich keine Untertitel brauche. Es ist einfach unbeschreiblich.
Gebärdensprache ist für mich wie das Wasser für Fische, so wie die Luft für uns Menschen. Eigentlich selbstverständlich, sollte es sein. Aber leider ist es nicht selbstverständlich. Ich bin Andreas, taub. Ich glaube, zuerst kommt taub und dann Andreas. Ob ich taub, hörend oder schwerhörig bin, ist egal. Es geht mehr darum, zur Welt der Tauben zu gehören. Oder anders gesagt, ich fühle mich in der Welt der Tauben wohl. Durch sein Engagement pflegt er die Tauben-Community. Er stärkt sie auch. Ohne ihn wäre sie instabil. Es geht um die Gebärdensprache, den Aufbau, die Kultur und Geschichte. Dass er die Community so pflegt, berührt mich. Ich finde, dass seine Arbeit eine gewaltige Wirkung hat. Allerdings kann er irgendwie leicht übersehen werden. Aber im Hintergrund hat er wirklich viel für die DGS getan. Ich hoffe, dass seine Arbeit in der Zukunft mehr Beachtung findet. Europaweit und auch in den USA. Ich bin froh, dass es ihn gibt. Er ist wichtig für mich. Hoffentlich bleibt er auch in Berlin. Dass er nicht irgendwohin verschwindet. Er ist sehr wertvoll. Für die Gehörlosengemeinschaft hat er so etwas wie goldene Hände. Es gibt nicht den perfekten Mann oder die perfekte Frau. Für mich ist er aber der Beste. Ich wünsche mir, dass sich sein Traum erfüllt und die Gebärdensprache an allen Schulen angeboten wird. An allen Schulen in ganz Deutschland. Und ich bin froh, Andreas zu haben. Mein Traum ist es, dass Hörende selbst Gebärdensprache unterrichten dürfen. Heißt, dass es viele Veränderungen braucht, bis es passt und Hörende das machen können. Dafür brauchen wir wahrscheinlich 40, 50 Jahre. Das ist mein Traum. Bedeutet, wir müssen daran arbeiten, dass Gebärdensprache weiter anerkannt und aufgebaut wird. Sie fundiert und genau vermittelt wird, so lange, bis sie gleichgestellt ist und es passt. Und dass nicht Taube sie vermitteln müssen, Deafpower auch nicht mehr nötig ist. Dann können auch Hörende Gebärdensprache unterrichten. Das ist mein Traum.